Willkommen zurück zu Pokémon Snap! Auf der Suche nach den 6 Pokémon-Zeichen. Auf jeder Strecke ist eins versteckt. Die ersten beiden Strecken, da haben wir uns das schon angeschaut. Da haben wir hier einen Kingler und hier einen Pinsir gehabt. Wo ist das Pokémon-Zeichen? Im Vulkan. Ja. Ganz zu Beginn, man hat es schon gesehen, als wir das erste Mal hier waren. Überhaupt können wir hier einige Pokémon wieder besser ablichten als zuvor. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das reinschmeißen mussten oder nicht. Auf jeden Fall könnte es das schon... Nee, wir müssen noch was reinschmeißen, glaube ich. Entweder ein Apfel oder... Da, jetzt sieht man, es ist ein Smogon. Okay. Gut. Mission geschafft, aber wir machen noch mal ein paar Pokémon besser. Ein bisschen speeden. So. Hier die Vulpix, wenn wir die... Ah, nicht nach Rücken zudrehen, du. Das war ein super Bild. So, jetzt will ich das da hinten noch hinkriegen. Commander muss nämlich den Apfel bekommen, dann wird er zu Texo. Das ist dann viel wert. Da haben wir ja leider den Apfel zu Magma geworfen und das ist nicht im Sinne. Mann! Da! Da, jetzt bekommt Commander das und Magma schmeckt das, glaube ich, gar nicht. Genau. Jetzt greift der Commander an. Und der lässt sich das nicht gefallen. Zu weit weg, keine Action, leider. Den großen Klumander-Wurf hatten wir auch schon. Und nochmal hier, zack. Das hier hatten wir alles. Dann hier Kämpfer Magma, jetzt kommt Lavados, den haben wir auch. Na du, sieht gut aus. So. Jetzt mal links die Klurak-Geschichte, aber ich versuche. Äpfel oder Rauchbälle, ich weiß es nicht. Das ist eigentlich egal, glaube ich. Was, egal? Zack, reinwerfen? Wenigstens ein Fukano. Es gab auch die Möglichkeit, an Arcani zu kommen. Das habe ich leider nicht geschafft. Lieber ein Klurak-Bild haben wir ein sehr gutes. Deswegen warte ich, bis Klutexo hierher gekommen ist, dass wir dann ein schönes Bild von ihm haben. Ah, Wunderbärchen! Da haben wir im Vulkan jetzt mal doch vieles richtig gemacht. So, ja, nur kurzer Abstecher, weil wir eigentlich nur das Zeichen holen wollen, aber tun da noch was geht, was Pflicht ist. Es fehlt noch ein Shiggy, kann das sein? Kein gutes Shiggy-Bild. So, also in der letzten Strecke. Aber das, dazu kommen wir dann gleich. Nee, nee, was mit Vulpix? Ja, das Vulpix-Bild ist schön. Magma, na, oh, nicht so. Kano. Nehmen wir das letzte. Aber trotzdem ein bisschen weit weg, leider. Den Klutexo. Und dann ins Album müssen wir das Zeichen markieren. Hier sieht man das Morgon, ja. Ja. Gut. 4 Bilder. Ne, 3 Bilder für euch. Dann schickt das halt nicht sofort aus hier. Ah, dadurch, dass man die anderen Vulpix besser sieht, mehr Punkte und ein besseres Bild von Vulpix. Kano. Epic. Klutexo, das wird doch. Gut gemacht. Auf jeden Fall schöneres Bild von Klutexo. Gut, das wäre das dritte Pokémon-Zeichen. Ich hoffe, dass es so funktioniert. Ich glaube, das war so. Das musste man so machen. Fluss. Ah, ich weiß, was wir am Fluss machen müssen. So, Quapsel haben wir hinbekommen. Wir haben auch Lamos hinbekommen. Wir können auch mal Bisasam versuchen. Und zwar den treffen. Den. Sag mal. So. Wir wollen ja möglichst viele. Das bringt den Bonus. Naja, war jetzt keine Pose, aber ist okay. Austers wäre noch nicht schlecht. Haben nur ein Billigbild Muschas. Ich kenne besser. Ich weiß, bei Muschas ein Trick, glaube ich. Wenn wir jetzt schneller machen. Ah, hier ist erstmal. Ja. Müssen die Pokémon-Flöte machen. Dann steht nämlich Giflo auf. Kann man Giflo auch irgendwie anlocken? Und. Das ist das Dragos.
So, Muschas! Von vorne. Schönes Bild, richtig nah. Hoffentlich ist es auch mittig und gelungen. Fleckmon haben wir, Lamus haben wir, Anton haben wir, Safcon. Könnten wir mal ein besseres Safcon probieren. Ja, das haben wir uns jetzt schon vermasselt, möchte ich sagen. Jetzt nach links. Ah, dürfen wir halt nicht im Weg stehen. Wenigstens schön nah. So. Ah, wenigstens. Jetzt andere hochgeht. Wird das ein episches Bild hier. Ich könnte noch. Schon, das könnte episch werden. Was ist denn los da? Ah! Mann! Ha! Die Strömung. Das geht besser. So. Ja, den will ich da nicht. Den Porygon wollte ich jetzt, aber da geht er auf den Schalter und dann ist es vorbei, glaube ich. Jetzt können wir hier nichts mehr machen. Okay. Ist in Ordnung. Wir haben, was wir wollen. Du bist, was du isst. Und du isst, was du bist. Nee. Naja, egal. Das war der Fluss. Schönes Ausdrucksbild. Safcon, mal gucken, ob das was taugt. Giflor haben wir aber jetzt dazu bekommen. Yay. Giflor. Dann wollen wir doch mal sehen. Dieser. Vielleicht wird es was. Carpador ist alles nichts geworden, finde ich. Giflor. Nehmen wir das, wo er schön abtanzt. Muschas. Oh, nee, bitte. Das wird nicht als mittig durchgehen. Safcon. Mach das! Mach das mal! Wer weiß. Anton versuchen. Muschelig aus das. Oh. Ja, das könnte okay sein. Album noch markieren. Einen guten Fragosso-Felsen. Okay. Ja. Was hältst du davon, Aishi Boy? Ah, das Bisasam ist. Wow. Gut gemacht. Oh, ein bisschen besser als das alte. Dann ist okay. Finde ich auch besser. Wunderbar. Die Floor passt. Muschas Rock. Ja, cool. Gemacht. Da sind jetzt keine weiteren auf dem Bild. Jawohl, schaut euch's an. Geht ab. Viel besser, obwohl es eigentlich viel zu nah ist. Das wird nichts. Alter Anton war besser. Ui. War nicht mal so gut. Trollerlol. Nackt. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Ab in die Höhle. Wie das da? Können wir mal Ditto probieren? Nee, hier nicht. Slimog. Weiß nicht, was genau man mit Slimer machen musste. Aber mehr Treffer geht nicht. Ich mach mal die Pokeflöte, ob das die irgendwie juckt. Mann, Zubat! Da kommt er nicht wirklich rein, da. Ditto. Sollen wir uns von den Ditto nicht ablenken lassen? Ja, der ist wirklich nicht da. Das ist merkwürdig. Zäh.
mir jetzt mehr Mühe gegeben mit Ditto. Also gutes Smogon-Bild brauchen wir noch. Hören zur Pummeluff. Ich glaube, da kommt er ja noch entgegen. Ultrigaria ebenfalls. Wir haben ein gutes Arzenia, aber kein Ultrigaria. Die kommen jetzt nochmal. Pass auf. Ich tue mir Smogon. Pech. Du ebenfalls. Pokémon-Zeichen nicht vergessen. Findet sich nämlich hier. Ich weiß nicht, ob dafür noch was erforderlich war. Ich glaube nicht. Erkennt man jetzt nämlich überhaupt nicht, was es darstellen soll. Ein bisschen verwunderlich. Das ist Zubat, ey. Das Treffen kriegen wir das fliegende Pikachu. Also wirklich. Doch geschafft. Aber müssen mehrmals treffen oder was? Ne, da kommt er. Sehr schön. So, jetzt die Pokerflöte für Arktos, ne? Können wir auch ein gutes Rosanna machen, glaube ich. Scheint das legendäre Arktos. Erstmal Rosanna. Ihr tanzt. Aber das kannst du jetzt nicht mir gegenüber machen. Yeah. Ne. Komm schon, Arktos. Bitte. Das war das legendäre Arktos. Haben wir jetzt genauso gesehen wie Zapdos und Lavados. Damit können wir zum Ende. Und klatschen in die Hände. Das gibt die große Wende. Hast du verpennt, ne? Gut. Ja, ja, das stresst schon so eine Fotosafari hier. Okay, Fotocheck. Slimer. Alles nicht so wirklich. Bisasam, Ditto. Ups. Außer nicht euer Ernst jetzt. Smogon haben wir noch schöne Bilder. Das ist noch besser. Ultrigaria. Checken wir das ab. Und dann haben wir. Jo. Wir nehmen das fürs Album. Nein, nein, nein. Ja, das fliegende Pikachu können wir eigentlich auch ins Album tun, wenn wir lustig wären. Der bringt auch ein paar Punkte, mal sehen. Rosanna, yo. Na, ein Arktos von hinten. Schon ein bisschen doof. Nehmen wir das. Hallo, das legendär überhaupt. Das Beweisfoto, dass es das Pokémon gibt. Ist ja wohl schon Millionen wert. Besser als das erste. Oh, das hätte mich jetzt gewundert. Zumal es kein richtiges Bisasab ist. Smogon um Vielfaches besser. Gut gemacht. Gut gemacht. Ultrigaria um Vielfaches besser, oder? Gut gemacht. Ah, knapp. Hat was gefehlt. Ballon Pikachu bringt 1600 sogar. Was ist da los? Verkehrte Welt, aber trotzdem. Nicht so gut wie Pikachu auf einem Baumstumpf. Was? Andere Rosanna, wo nicht tanzt, ist besser. Na gut. Wenn du meinst, Eisch. Arktos ist geritzt. Na also. Haben wir das auch. Fehlt jetzt nur noch eine Strecke, die machen wir ebenfalls. Das Tal. Das ist ja relativ einfach, das Pokémon-Zeichen, nämlich schon hier. So, wir haben uns ja auch schon mit, Gera das befasst, das ist auch eine Challenge, das eine Dings dahin zu kriegen. Ihr seid trotzdem noch alle dabei, ne, Stigis? Ach, nimm einfach. Wut. Ess was! Ach, Shigi!
Nochmal. Nochmal. So. Wir warten einfach, bis die Shigis auch vorne sind. Und überhaupt nicht ins Hemd. Die haben Zeit. Möglichst viele an Land spielen. Ihr wisst ja, Bonus und so. Hallo? Naja, gut. Shigi jetzt was zu essen geben. Ah, das wird wunderschön. Passt schon. Sandame. Gut. Georock-Bild haben wir nämlich auch schon. Du bist doof. Menki? So, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch im Angebot? Goldini könnte mal erscheinen. Da gab es noch eine Sterndu-Geschichte. Ah, die bekommen wir. Ist ja auch sehr interessant. Gab's auch was. Gut. Abwärts. Stern, du. Lassen wir das. Dragoran haben wir. Tratini haben wir. Die Shigi. Wer ist noch nach Goldini Ausschau halten? Wir haben jetzt so lange hier Sachen rein, bis Goldini wieder auftaucht. Nicht ganz. So, nicht so gelungen. Ob das... Ah! Goldini! Keine Faxen, Junge. Mädel. Was auch immer du bist. Geht doch. Bisschen besser. Ah, noch eins. Goldini. Nein. Falsch. Pokémon aller Zeiten. Lass es gut sein. Wir machen einfach den Film voll. Eieiei. Jetzt ist natürlich Spannung pur angesagt. Wie hat das Ganze auszusehen und was ist mit dem Pokémon-Zeichen, ja? Es wird Bild gemacht. Das ist mein Job. Das da kommt jetzt. Boom. Das Kennzeichen Shigi. Der mampfende Shigi. Ja, das gilt noch als mampfendes Shigi. Georock. Ja, achso. Nee, tun Georock. Natürlich der hier, der Burner, der gerade so springt. Aber es muss doch. Ja, das gilt als Sandame. Naja, wenigstens. Das könnte mittig sein. Stern, du. Nimm das. Carpi. Probier's, aber ich finde es nicht so gut wie das andere. Goldini. Ja, von hinten, ne? Goldini von hinten. Ja. Was sagt denn er dazu, der alte Sack? Das erste Shigi-Bild. Unglaublich. Nicht der. Geht der unter die Oberkrasse. Wow! Georock-Tanzgruppe, das gibt ordentlich. Das ist eine extreme Verbesserung hier. Von 190 auf 5170. Stern-Du. Oh, besser. Gut gemacht. Besser. Das hätte ich selbst nicht gedacht. Gut gemacht. Was, der ist besser? Was, unglaublich. Goldini haben wir ebenfalls. Wunderbar. Wunderbar. Gucken wir mal. Mal sehen, ob irgendwas passiert. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Nee, ich muss noch ganz kurz ins Pokémon-Album geben und so. Ja, don't know, Freunde. Es muss irgendeinen Trick geben, wie man das außerhalb vom N64 schafft. Die Pokémon-Zeichen habe ich euch alle gezeigt. Ich muss jetzt nur noch irgendwie gebacken kriegen. Ja, dass er das akzeptiert.
Naja, für den Moment verabschiede ich mich, wenn es gefallen hat. Daumen hoch nicht vergessen und bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao!